Kleine Steingruppe. Okay, ich kann auch nicht alle Felsen überall hinbauen. Eine kleine Eiche. Mal gucken. Dann gehen wir erstmal zu Dagobert zurück. Wie weit ist Gotel? Charaktere. Stufe 6. Spinni, Kürbissuppe, gelbe Kapuziner. Minzsorbet. Püree, Haferbrei. Sollte ich mir auch gleich nochmal angucken. Wie wir da am besten noch was finden. Ja? So. Ja, ist doch gut. Da ist Dagobert. Dagobert, bleib hier. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Du hast alles gefunden, Aidaria. Um ehrlich zu sein, war ich mir nicht sicher, ob die Brille wirklich funktionieren würde. Aber es war ein Versuch wert. Also gut, es bleibt nur noch eine letzte Sache zu tun. Du musst den Schlüssel reparieren, damit wir die Truhe öffnen können. Mit ein bisschen Gold wird man ihn zusammenschweißen können. Goldbarren. Geh und schürfe selbst nach Gold. Komm wieder, wenn der Schlüssel repariert ist. Freundlichen Dank. Sammle Goldbarren. Brauche ich nicht, ich habe welche. Eigentlich. Aber ich kann trotzdem mal ein bisschen Gold sammeln. Ist ja nicht weit weg. Bisschen Gold habe ich. Oh hey, warte. Können wir reden? Ja, wir können reden. Ich hoffe, dass ich damit genug herstellen kann. Jetzt muss ich gleich nochmal zur Hütte. Weil da haben wir definitiv Goldbarren. Nee. Oh.
So, und repariere den Schlüssel. Sei gegrüßt, Nachbar. Juhu, wir haben es geschafft, sogar zusammen. Ich wusste, dass du der perfekte Partner bist. Mit dem Schatz kann ich dann mehr Bestände kaufen oder expandieren oder... Richtig, ich habe dir einen Anteil am Schatz versprochen, nicht wahr? 2000 Münzen. Hier ist ein Geschenk als Dankeschön. Damit ist dein Anteil am Schatz sicher. Und wir haben einen Tresor. Wenn du noch weitere Schätze findest, wende dich sofort an deinen Partner für die Schatzsuche. Freundlichen Dank. So, damit haben wir seins auch fertig. Seins fehlt. Wallys fehlt auf jeden Fall. Und den hier muss ich auch weitermachen. Remy kann ich halt noch fertig machen. Rein theoretisch. Muss ich nur graben. Okay. Ich habe mal Charaktere, von denen ich keine Quests wieder bekomme. Schnüff. So, was haben wir denn hier? Das ist was Kletterausrüstung. In deinem Rucksack. Achso, okay. Ja, da brauche ich die Ausrüstung für. Nach Eriks Aufenthaltsort. Maui und Christoph. Fest hier mit Meerwasser. Wie auch immer ich das schon wieder herkriege. Bei Janas Reich, da kann ich ja mal kurz hin. Aber dann geht mir Gothel wieder flöten. Marianas Reich. Sachen sein. Seinem Korb im Vajanas Reich. Wo ist hier ein Korb? Das hier? Ah. Okay, das war's. War für mich jetzt kein Korb, aber okay. Akzeptiere ich. Hey, wieso hat das so lange gedauert? War nur Spaß. Eine Geschichte von Stein und Feuer. Toll, jetzt wo ich diese Steinschabe habe, werde ich machen, was ich mache. Du kannst tun, was du tust. Bring mir einen Snack mit. Irgendetwas Frisches und Leckeres. Danke, Zwerg. Hallo. So war ich gut aussehend. Du brauchst nicht weiter zu suchen. Deine Freundin Ariel sucht bestimmt nach mir. Danke, dass Maui immer Zeit für seine Fans hat. Besonders für meine Meerjungfrauen-Fans. Richte ihr aus, dass ich ihr jederzeit für ein kurzes Treffen zur Verfügung stehe, wenn sie das möchte. Sie braucht deine Hilfe, um Erik zu finden. Ach so, nun, so gern ich auch helfen würde, ich erinnere mich an niemanden namens Erik. Tut mir leid. Okay, bis bald. Ein frisches 5-Sterne-Menü für Maui.
werde einmal kurz ein bisschen hier von Nacht holen. Einfach damit ich wieder was habe. Ich bin jetzt zwar wieder pleite, aber egal. So ein 5-Sterne-Menü, ja? Ich muss aber unbedingt mal was für mein Aussehen tun. Dieses Kleid hier wollte ich mal anprobieren, weil ich das so unglaublich schön finde. Armbänder. Ohrringe, habe ich nur die? Wieso? Willst du mal die hier tragen? Kleid mit Leuchteffekt. Eben. Das Kleid sieht echt so gut aus. Boah, Alter, nein. Es wird einfach nicht warm hier drin. Habe ich mal erwähnt, dass ich mich freue, wenn wir umgezogen sind? Oh. Pass auf, und in 3 Minuten wird es wahrscheinlich wieder warm. Meiße aus, Meiße an, Meiße aus, Meiße an, Meiße aus, Meiße an. Das Einzige, was warm ist, sind meine Füße. Das ist der einzige Ort, wo diese Heizung hinstrahlt. Kann ich leider nicht nach oben bewegen. Oh Gott. Oh. Achso, ich habe vergessen, Maui das Gericht zu geben. Bitte sehr. Hey, wieso hat das so lange gedauert? Danke, das riecht köstlich. Okay, jetzt kommt das Großartige. Gib mir deinen Spitzhacke. So, das war's. Eine verbesserte und robuste Spitzhacke, die von mir verstärkt wurde. Jetzt ist sie stark genug, um sich durch alles Mögliche zu hacken. Komm schon, du lahme Ente. Holen wir uns, was auch immer in den Trümmern des Sturms steckt, die ich dir gezeigt habe. Gern geschehen. So, du kommst Hello. Mit. Tata. So, Haferbrei. Wie kriegt man den Haferbrei hin? Da habe ich das schon. Püree habe ich auf jeden Fall. Weiß jetzt zwar nicht mehr, wer Püree brauchte. Ich glaube, Ursula war's.
Ursula, genau. Und Haferbrei. Bei ihr ist es Kürbissuppe. Aber keine Ahnung wie. Vielleicht. Haferbrei. Okay. Maui zu den Trümmern folgen. Genau, trampe erstmal durchs Beet. Kürbisse. Oh mein Gott. Kürbisse kommen wie gerufen. Okay. Maui hat immer Zeit für Also, was hast du gefunden? Oh. Ein Stück Sandstein, hm? Oh, das erinnert mich an etwas. Ich habe vor dem Vergessen dem Dreamland Valley das Feuer gebracht. Es gab eine scheinförmige Feuerquelle aus meinem Ozean. Ich habe sie nirgendwo gesehen. Ja, das ist mein nächstes Geschenk an das Dorf. Wir werden sie nachbauen. Was sagst du dazu? Okay. Ich wusste, dass ich dich mögen würde. Okay, jetzt hör gut zu. Benutze dieses Stück Sandstein, um eine neue herzustellen. Du brauchst auch etwas Sand, Steine, Kohle und rote Blumen. Diese Bartfaden auf dem Hauptplatz. Wenn du alles hast, baue auf einer Werkbank, alles auf einer Bergbank zusammen. Danach stellst du die Feuerquelle inspirierend von meiner Wenigkeit irgendwo im Dorf auf. Okay, bis bald. Also, ich kann jetzt ein volles Inventar haben. Ach du Scheiße. Mhm. Aber gut, ich kann jetzt den Weg da vorne frei machen. Hallöchen. Ich würde gern verkaufen. Egal, die Steine finde ich eh ganz oft. Ich mache eh gerade die Gothitz-Quest. Bartfaden. Müsste ich alles irgendwo haben? Irgendwo zusammen haben. Hey, vielen, vielen Dank für dein Raid. Dankeschön. Wie war euer Stream? Shoutout kommt sofort. Was habt ihr gemacht? Jo, ich bin ein bisschen langsam. Ja. Jetzt sind wir wieder weg. F14, was habt ihr gemacht in F14? Habt ihr die Gegend unsicher gemacht? Da ist wieder dieser komische Emote. 20 Minuten damit verbracht, bei Layout einzustellen. Layout einstellen ist sehr wichtig. Ich habe bis heute nicht das perfekte Layout. Ich bin auch ständig am Umräumen, weil ich nicht weiß, wie ich mein Layout haben will. Das ist immer noch kacke. Oh, ich fühle es. Ich fühle es. Kenne ich nur zu gut. Wie gesagt, ich weiß bei mir auch nie, wie ich mein Layout genau haben möchte. Ich glaube, das perfekte Layout gibt es für mich nicht. Ich habe es aufgegeben, danach zu suchen. Oder zumindest es hinzukriegen.
dass es irgendwie halbwegs perfekt ist. Ja, wir sind gerade so ein bisschen in Dreamlight Valley noch, spielen aber in 1,5 Stunden wechseln wir auch zu 11:14. Geht's dann auch wieder ein bisschen weiter. Jetzt machen wir hier gerade noch das Dorf ein bisschen schöner. Zumindest habe ich es eigentlich vor. Jetzt sind wir aber trotzdem noch am Quest machen. Also es hat so semi geklappt. Und wie man sehen kann, volles Inventar. Und ich weiß nicht, wo meine ganzen Sachen sind. Ich habe zu viel. Aber wer kennt es nicht, das mit dem vollen Inventar? Ich habe ja auch gefühlt 30.000 Quest-Gegenstände. Ich auch nicht weiß, wo ich die herkriegen soll. Also hier kann ich es einmal tragen. Okay, ich kann es da drin nicht aufteilen, oder? Doch, jetzt. Haha! Sehr gut. So. Immer freue ich mich, dass ihr einen schönen Stream hattet. Das habe ich eben auch vergessen, dahin zu räumen. Egal. Egal. So. Packe ich jetzt alles hier hin. Nee, das brauche ich ja immer noch. Oh Gott. Wir haben das Inventar schon erweitert heute. Leider kann man es nicht mal begrüßen. Ich habe jetzt so viele Sachen und ich weiß nicht, wohin damit. So. Wir hätten einen neuen Schal angefangen. Was denn für ein? Welches Volk? Welche Klasse? Berichte, Shady. Ich bin doch immer neugierig, wenn sowas ist. Ah, Kürbis. Wir müssen noch Kürbis abfarmen. Was wollte ich denn? Ich habe vergessen, meine Sachen zu holen. Der Grund, weswegen ich da eigentlich reingegangen bin. Eine Riesen. Ui. Müsste ich aber auch mal erstellen. Ich habe bisher nur Mikoten, Aura. Mikoten und Aura. Und doch Viera, aber männlich. Und ein Lala, einen männlichen. Ich bin nur 2 Meter noch was. Ach, wenn's so ist. Es ist ja nichts. Ja, das sind meine Schuhe. Ja, aber wirklich. Die kannst du halt wirklich als Schuhe tragen. Was brauche ich noch? Stein. Oh, Kohlenerz. Kohlenerz habe ich auch genommen. Okay, Stein und Kohlenerz. Sand und Stein brauche ich noch. Sand und Stein. Ja, gut. Und welche Klasse spielst du? Ecke für größer als mein Hase. Die Hasen sind ja eigentlich schon riesig. Mönch, nice. Der Mönch ist cool. Ich bin zwar immer noch nicht ganz durchgestiegen, aber ist eine coole Klasse. So. Sand hätte ich genug. Nee, den Fisch nehme ich jetzt nicht mit. Machen wir jetzt hier aber erstmal den Weg frei.
Ich habe nun nicht verstanden, wann ich dieses Chakra-Ding da aufladen kann und wann nicht. Ja, genau das ist auch mein Problem. Ich bin da noch nicht ganz hintergekommen. Aber mal gucken. Ich bin ja jetzt gleich auch den Mönch ein bisschen weiter. Also gut, gerade ist er ja noch Forstkämpfer. Aber mal gucken. Irgendwann kommen wir damit auch klar. Hoffe ich. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Stein sammeln. Anfangen wir jetzt bei den Waldfeen. Warst du schnell? Bist beim fliegenden Kohl. Hm? Für mich ist und bleibt fliegender Kohl. Wie gesagt, ich hau oder bin ja mit meinem Viech da noch irgendwo bei Ishgar da in der Ecke. Jo, ich muss mir einmal ganz kurz was anhören. Bin sofort wieder da. Ich hasse Sprachnotizen. Aber ich muss mir die aber ganz kurz anhören. War wichtig. Aber, wenigstens war sie von meinem Schatz. Das sind auch die einzigen Sprachnotizen, die ich ertragen kann. Bei dem Weißstar, da höre ich so viel gar nicht an. Ich weiß gar nicht, ich habe vor... Nee, das war im Urlaub. Habe ich auch von irgendwem eine Sprachnotiz bekommen, die habe ich bis heute noch nicht gehört. Wie gesagt, bei Frutus höre ich sie mir echt doch gerne an. Es ist halt auch meistens wichtig, kurz, knapp, keine 30-Stunden-Memo. Und bei den meisten, wenn ich schon sehe, dass eine Sprachnotiz 3 Minuten geht und du denkst so, das höre ich mir nicht an. Einfach nein. Also sowas immer ich auch. Wie gesagt, bei wirklich wichtigen Sachen, wenn es kurz, knapp ist, super. Alles. Aber ey, manche machen halt wirklich so einen halben Lebenslauf da rein und du denkst da, Alter, ruf doch an! Nee, ganz furchtbar. Das ist ganz furchtbar. Jetzt muss ich nur versuchen, mich selber dran zu erinnern. Ich darf jetzt nur nicht vergessen sein, was ich meinen Schatz erinnern soll. Das geht wieder in die Hose. Ungefähr so wie neulich. Ja, wir müssen, erinnere mich mal dran, das Internet für einen neuen Wohnort fertig zu machen. Dass ich da anrufe. Ich so, ja, ich erinnere dich dran. Gestern kommt er rein. Dann so, ja, ich habe mich da jetzt mal gemeldet. Ich so, scheiße, ich sollte dich dran erinnern. Ja, ach egal, ich habe schon selbst dran gedacht. Ich so, okay, gut. Ja. Mein Kopf ist manchmal ein Sieb. Brauch immer noch mehr Stein. Das ist furchtbar. Also zurzeit denke ich an gar nichts irgendwie. Es geht links rein und rechts raus. Genauso wie ich auch noch dran denken muss. Das mache ich vielleicht zwischendurch gleich einmal, bevor wir Spielwechsel machen. Ich muss noch einmal zu ESO rein. Fällt mir nämlich auch gerade so nebenbei ein. Ich muss mich dann nämlich einmal noch mal kurz eindingseln. Habe ich nämlich auch nicht dran gedacht.
gesagt, der Kopf ist ein Sieb. Ich bin immer froh, dass ich mich daran erinnere, dass ich was zu essen mache. Oder überhaupt was esse. Dass ich weiß, wie ich einen Fuß vor den anderen setze. Nein, Mist. Lass mich, ich wollte verkaufen. Hallöchen. Kaufen, verkaufen. Ariel. Na toll, Ursula schläft auch noch. Oh, ich hoffe, Ursula steht bald auf. Ich will das jetzt nicht umsonst dafür sie fertig gemacht haben. Granitfeuerschale. Herstellen. Und irgendwo im Dorf aufstehen. Na, ihr seid witzig. Irgendwo im Dorf. Hallo, Kitty. Stellen wir erstmal hier hin. Kehre zu Maui zurück. Dreamlight. Werkbank. Wie weit ist sie? Aber sie kann, ihr kann ihr noch Chilis geben. Vergnügen. Das ist der Grund, weswegen ich mich rumtrage. hab ich noch irgendwas? Nee, Kürbissuppe kann ich herstellen gleich. Wenn ich weiß, wie es geht. Das ist Ariel. Oh mein Gott, ich wollte doch nur... Ich wollte einen Kürbis. Einen. Einen Kürbis wollte ich! Einen vermaledeiten Kürbis. So, jetzt gehen wir mal nicht zu Remy rein. Was machst du in der Küche? Grüß dich. Muss ja mal gucken. Nee. Cremesuppe. Okay. Dann Kürbis. Dann wahrscheinlich auch wieder Milch. Oregano. Mal gucken. Nein, das ist köstliches Gemüse. Oh. Ah, okay. Aber habe ich das überhaupt? Habe ich. Ich. Und der Kürbis. Ist das jetzt vielleicht? Hallo Iron, danke für die 25 Bits. Ach so. Das beliebiges Gemüse. Das.
Ein Burgerfutter. No. Lass es dir schmecken. Und wir haben die Kürbissuppe. Sehr geil. Oh, hallo, Schatz. Hi. Ja. Worauf wartest du noch? Los. Oh. So. Ursula? Ursula ist aufgestanden. Nee, Ursula ist nicht aufgestanden. Oh. Wann steht denn Ursula endlich auf? Ich habe vergessen, zu Maui zu gehen. Maui. Hallo. Sieh nur, jetzt hast du Feuer und eine verbesserte Spitzhacke. Das alles hast du mir zu verdanken. Maui, Halbgott und Held der Menschheit. Erzähl es deinen Freunden. Hey, lass uns in Zukunft mehr solche Taten verbringen. Das hat Spaß gemacht. Ich bin beeindruckt. Okay. Freundschaft aufwerten. Damit warte ich jetzt einmal. Granat, Aquamarin. Okay. Schneeball. Dann besorge ich erstmal die Schneebälle. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich fallendes Wasser und Herz aus Eis herkriege. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung. Fallendes Wasser. Von 15. Jetzt ist Eis, musst du, glaube ich, anbauen. Fallendes Wasser, glaube ich, im Moor. Wenn du zwischen der Insel gelaufen bist. Okay. Also Herz aus Eis kann ich dann scheinbar noch nicht anbauen. Denke ich. Wüsste halt nicht. Das Einzige, was ich halt habe, ist diesen Samen. Achso, doch, Samen. Doch, die Samen für Eis drehen. Wo muss ich die denn anbauen? Hier im Eis? Oder ist es egal? Hi. So. Okay. Die habe ich. Muss ich nur noch das andere gucken. Guck mal einer drauf.
Mal nachdem ich hier die Schneebälle habe. Nein! Oh, egal. Da habe ich da ein Loch im Weg. So. Ich glaube, Schneeball müsste hier noch einen im Haus haben. Mindestens. Oh, ich liebe dieses Kleid, ne? So, das können wir jetzt zurück. Dann dahin. So. Damit hätte ich das. Also, stelle Matscheis her. Matscheis da. Matscheis! Juhu! Und jetzt einmal zu Remy. So, und ich hoffe, dass Ursula jetzt noch in der nächsten Stunde aufsteht. Was fällt der Frau überhaupt einzuschlafen? Ich habe da zwei Gerichte für sie. Die muss ich unbedingt geben. Remy? Oder ist in deinem Haus? Baby! Was gab's denn Schönes bei dir, Burul? Da ist Remy! Hi! Nimm das Essen! Hey, du bist es! Okay, wir haben Eislush. Es schimmert. Ich frage mich, ob es überhaupt schmilzt. Ah. Nun, wir sollten es mit einem klassischen Rezept ausprobieren. Vanilleeis. Hast du Lust, das zu übernehmen? Hier ist das Rezept. Danke. Muss ich es noch lesen? Wahrscheinlich, ne? Ja. Vanilleeis. Salat, Vanilleeis. So, dafür brauche ich erstmal. Reis mit Königsberger. Sehr geil.
Sehr, sehr geil. Das ist aber mein... Wo kriege ich jetzt das Slash her? Muss ich wahrscheinlich erstmal bei ihm kaufen, ne? Wie das andere auch. Komm. Wahrscheinlich. Ich gucke einfach mal. Ja, da ist es. Oh, bitte lass es nicht so teuer sein. Oh, Gott sei Dank. Es geht. Es geht vom Preis. Ah, ihr beiden kennt euch. Ja, gut. So, Teilchen. Und wir haben eine Leis. Geil. Kehr zu Remi zurück. Oder wahrscheinlich immer noch hier rumlungern. Ja. Hier drüben! Hey, du Vanilleeis! Ein herrlich süßer Geschmack. Nicht umsonst ist es ein Klassiker. Daher, du hast viel Zeit bei mir in der Küche verbracht. Ich denke, es ist an der Zeit, dass du dein eigenes Küchenregal bekommst. Juhu. Wir sind auch bei ihm fertig. Dadurch fühlt sich die Küche in deinem Haus wie ein richtiges Restaurant an. Restaurantküche an. Aber du weißt, dass du hier immer willkommen bist. Mit mir gemeinsam zu kochen. Wunderbar. Juhu. Aber da ist dann die Welt echt sehr, sehr klein, wenn ihr euch kennt. Das freut mich. Ich finde es immer schön, wenn sich Leute im Chat dann schon kennen. Oh, ich habe alle Zutaten. Möbelsets habe ich noch nicht alle. Also wir haben alle Edelsteine, wir haben alle Zutaten. Salmen haben wir noch nicht alle. Okay. Ich bin gespannt, was hier beim Event bald kommt. Kommen da regelmäßige Events oder nicht? Bin echt mal gespannt. So, jetzt ist die Frage. Ich habe Merlin noch. Müssen wir einmal mit wegen seinem fallenden Wasser da gucken. Fallendes Wasser. Das macht Ursula. Schläft immer noch. Okay. So, in dem Wald sollte ich gucken, ne? Wald hat das so gesagt, oder? Ja, im Moor. Trinken tue ich auch was. So. Ja, das ist für mich der Wald. Das ist der Moor ist für mich das der Wald. Weil hier sind kaum noch Bäume. Das ist für mich kein Wald mehr. Das wird ein Park. Das wird ein Park für mich. Mal sehen. Ah, feines Wasser. Iron guckt schon wieder. Die hier baue ich gleich ab. Ich erst mal, wenn ich die Quest fertig habe. Stelle den Zauber her. Hier, oder? Ja. Oh, meine ganzen Pilze. Bringe Merlin das Endergebnis seiner Arbeit. Da hinten ist Merlin. Ich habe mich heute null um die Tiere gekümmert, ne? Außer um einen einzigen Fuchs. Hier bin ich. Wir müssen reden. Was macht er da?
Prächtig, prächtig, Herr Daria. Du hast die Verzauberung mit großem Erfolg durchgeführt. Nun, dann warte nicht, hier. Probier sie an einigen dieser schrecklichen Pilze aus. Was macht der da? Ich lüpfe meinen Hut. Wir haben einen großen Pilz, der den Weg versperrt. Okay, warte mal. Nein, Ariel. Von dir will ich nichts. Yay! Ich glaube, meine bessere Hälfte ist zu Hause. Hier bin ich. Wir müssen reden. Da, ich bin sehr stolz auf dich, weißt du? Du hast die Verzauberung entschlüsselt und Magie erschaffen. Ein Zeichen dafür, dass du nun eine echte Zauberin bist. Ja. Ist hier dein eigener Zauberhut. Juhu. Bravo. Geil. Juhu. Thank you.